Mach mal, du scheiß Drache. Da ist er. Oh. Ich werd sterben, ne? Ja, ich werd verrecken, jo. Jo, das war's mit mir. Jo, tschüss. Tschüss. Einfach im Kreis laufen, das geht schon. Du kannst was? Du kannst deine, durch seine Beine rollen. Okay. Oh. Was? Nein, ich will. Oh, er hat mich voll erwischt! Frisst die Menschlichkeit! Scheiß doch drauf! Hauptsache, die leben sie wieder voll! Ah! Blablabla. Warte, warte, ich nutze Kübis Taktik. Beim Rollen ist man invincible. Naja, doch nicht. Das Rollen ist man invincible. Genau. So, Hardy, ich eile zur Hilfe. Wir mir einfach nur aufs Fressbrett geben! Das war's. Und ciao. Wird das was? Oh, Alter, bevor ich dir helfe, hole ich mir erstmal das Drachenstall. Kann ich mich irgendwie vorher ausrüsten irgendwo? Da ist ein Ausrüster Drug Dealer. Oh, ey, das Spiel ist so frustrierend. Also frustrierend. Gegenüber dem Bonfire rechts. Also wenn du rechts dann die Treppe runter gehst. Und dann ist da ein Typ, der verkauft dir was. Und was verkauft er? Mit den alles. Alles. Also alles im Sinne von Pfeil, Bogen. Hm. Nick Schnack. Ach scheiße, ey. Ah, es ist echt schade, man stört voll frustriert, weil man alles verloren. Also seine ganzen Seelen weg sind, ne? Ja, das ist schade. Ja, das sind noch nicht mal viele, um ehrlich zu sein. Das Ach, danke. Sind noch nicht einmal viele. Weißt du, wie viel du am Ende hast, so ungefähr? 60, 70.000, wenn du die verlierst, das ist ärgerlich. Warte mal, stehe ich hier richtig? Ich glaube nicht, ne? Nee. Hier muss ich stehen. Da habe ich seinen Schwanz im Auge. abgetroffen. Klingt ja überhaupt nicht, ne? Ja, sehr lecker. Mann, verreck doch, du homophobes Nichts, Alter. Meine Fresse. Sorry für diese Ausdrücklichkeiten. Es tut mir leid. Oh, ja, weißt du, ich höre Schritte, weiß aber nicht, woher die kommen, ey. Hast du keinen Allround, Surround? Doch, aber also ich höre, woher die kommen. Ich höre, von wo sie kommen, aber da kommt kein Gegner, weißt du? Das ist geil bei Dark Souls. Du hörst sie, aber die sind irgendwie nicht da. Komm schon auf seinen Schwanz. Gib ihm. So. Ich hab Seelen. Mehr als genug. Öffnen. Verschlossen. Ups. Daneben. Dieser Bogenschütze da oben. Ich hasse Bogenschützen in diesem Spiel, ne? Die sind so erbärmlich nervig. Kannst du Gift drauf nehmen. Jetzt sind wir die schlimmsten Gegner den ganzen Tag, sonst. Das würde ich nicht sagen, aber ja, doch. Echt, das würde ich nicht sagen, aber ja, doch. Hast schon recht. Ach man, wer ist denn? Nee, die ziehen die Hälfte meiner Leben ab mit einem scheiß Pfeil. Dann brauchst du Rüstung. Die kannst du dir übrigens auch bei dem Kunden kaufen. Ja, wo ist der denn? Also wo genau? Also beim Bonfire. Was? Wenn du beim, Bonfire. Also wenn du geradeaus guckst, siehst du rechts diesen komischen Armbrustschützen, ne? Ja. Ja. Du gehst unten die Treppe runter und dann nach links. Das sind so zwei Typen mit Speer und Schild. Die machst du kaputt und dann gehst du da die Treppe runter. Hä, lol, wo? Da war ich doch ein paar Mal, hab nichts gesehen. Hab ich denn schon? Nee. Mann, bin ich blind, ey. Da kriegt Kübel auch seinen Uchiganda her. Beziehungsweise ich bald auch, wenn ich ihn töte. Mhm. Oh, es leckt, ey. Ja, du kannst ihn töten und dann droppt der Uchiganda. Wo soll ich lang rennen? Die Treppe runter und dann links müssen die sein. Zwei Typen mit. Ja, genau, die muss ich töten, genau. Ja, die Muscheltypen.
Los, komm, du verkackter Drache, gib mir deinen Schwanz. Hört sich gar nicht pervers an. Nein, nein. Oh, sein Schild hält ja eine Menge aus, ja. Okay, oder auch nicht. Was hast du für mich gedroppt? Eine kleine Scherbe. Scherben braucht man zum Schmieden, ne? Ja. Ach, die ist hinter Kisten versteckt. Aha. Ich verstehe. Ah, was war das? Lol. Komm schon, Drache. Werde ich dich töten. Tot. So, wo lang muss ich jetzt gehen? Also ich bin jetzt unten in diesem Raum, ja, unten. Und ah, da, ich sehe. Ah, ich sehe den Typen, glaube ich, reden. Well now, you seem to have your wits about you. Ja. Gegenstand kaufen. Reparaturpulver. Wie viele Seelen habe ich denn? Das ist 1300. Wurfmesser kostet 10. Brandbombe 50. Lloyds blockiert bedingt Estus-Regeneration. Was heißt das? Das ist bei, beim PvP. Wenn du. Ach so. Wenn zum Beispiel ein Typ dich invadet, dann gibst du ihm das und dann kann er seinen Estus Flask nicht mehr benutzen. Orangener Führungsspeckstein. Das ist diese orangene Schrift auf dem Boden. Ach so. Anwesen, Schlüssel öffnen, Anwesen in der Stadt der Untoten. Oh, wie teuer ist denn der? Der kostet 1000. Oh. Bodenlose Kiste, Inventarverwaltung am Leuchtfeuer. Ach, kostet auch 1000. Was ist besser? Hol dir Rüstung. Rüstung? Rüstung. Kettenhelm. Gib endlich deinen Schwanz, Junge. Oha. Kettenrüstung. Ja, ich hab lieber eine Rüstung. Zack. Für 800. Und dann eine Kettenhelm oder Leder. Kettenhelm, denn war ja, komm. Ich würde dir lieber raten, erstmal Brust und Hose zu kaufen. Hose, ja? Ja. Okay. Thank you, Kai. Besten Dank. Kein Problem, Kollege. Kein Problem. Gib endlich deinen Schwanz! Es klingt so! Es klingt so geil! Lol. Ich kann es. Ich hab das nicht in meiner Ausrüstung. Also ich kann das nicht. Kettenhelm? Nee, ich. Mein Kettenhelm ist nicht da, wo. Ach nee. Genau, ich hab ja. Ich hab mir gar keinen Kettenhelm gekauft. Ich bin etwas durch den Wind, tut mir leid. Boah, sehe ich scheiße aus, ne? Ja. Ist mir auch aufgefallen, aber was soll man machen? Immerhin, ich bin geschützt. Yay! Freue ich mich voll drüber. Das rasselt dann auch noch so doof, Alter. Rassel, rassel, rassel. Wow, wo kommt ihr denn her? Ach, geh mit. Ach, geh mit. Gib mir endlich deinen Schwanz, Junge. Du willst ihn doch auch sicherlich nicht haben. Das hört sich gar nicht falsch an. Was soll man sagen? Ich schieße den Schwanz von einem Drachen ab. Der ist so groß. Okay, die Tür ist schon One-Hit, das ist gut. So stachelig. Und wow. Also Dark Souls ist ein Spiel, das LP, das kann sich echt bis auf 200 Folgen etappen. Also, jetzt ist kein Witz. Das kann sich echt weit. Jawohl. Weit. Ich habe 10 Wurfmesser. Oh, geil. Kann ich Wurfmesser gut gegen so einen Dämon benutzen? Ich werde sterben. Gegen den Minotauren? Nein. Okay. Das kannst du nicht. Wow. Wow. Nein. So, Mitchell. Ja. Dann komm, Tureshku. Ich werde sterben. Lol, was war das denn gerade? So, ich muss nur noch aufleveln, bis ich das Drachenschwert benutzen kann. Gib mir das Drachenschwert. Also ich halte schon mal mehr aus, ich wäre schon lange gestorben. Echt, jetzt gerade eben. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal. Bist du tot? Nein. Okay. So schnell lasse ich mich doch nicht besiegen. Da bin ich schon 1000 Mal gestorben jetzt. In den ersten 3 Parts schon wie 5 Mal oder 6 Mal. Wow, Mikrofonkratz war das gerade. Ja? Sorry. Du bist bei Steam offline. Wo willst du mich denn verarschen? Eigentlich nicht. Was muss ich denn noch alles machen? Nee, also eigentlich bin ich nicht offline, eigentlich bin ich da. Geht. Dark Souls, ein
Yannick, wie sieht's mit deinem Titanfolk hier aus? Keine Ahnung, das, die machen das, PayPal kümmert sich jetzt darum und die arbeiten erst nach, also die arbeiten nicht am Wochenende PayPal. Sondern erst nach Weihnachten. Erst nach Weihnachten. Dann dauert's, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, entweder bekomme ich den Kay oder das Geld zurück eben halt, ne? Naja, klar. Wieso hast du Payday runtergeladen? Nee, ich habe das gestoppt, als ich hier Titanfall gespielt habe. Willst du mit Global Offensive? Jo, okay, nach der Runde. Okay. Dark Souls, ein Spiel, was willst du fertig machen? Ja. Wo bist du? Am Leuchtfeuer da, bei dem einen. Ach, bist du bei gestorben? Bei dem Stadt der Untoten. Ja, okay, dann warte ich mal kurz den Gegner weg und dann lege ich da mein Stein. Spielt ihr etwas zusammen? Naja, mehr oder weniger. So. Hä? Wie meinst du mehr oder weniger? Diese Brandbomben-Mongos, ich hasse sie! Ah, markier doch den Gegner! Komm mal auf diese Holzbrücke, also davor. Warte. Ich bin in einer Scheißsituation, aua! Da fällt die Holzbrücke, was soll ich denn da? Ja, oder Frido, wir spielen Planet Side 2. Warte mal. So, ich werde jetzt meinen Speckstein dahin schreiben. Ja, aber ich hab da auch keinen. Na und? Brauchst du auch nicht. Sicher? So, und jetzt siehst du da irgendwas? Wie sieht das aus? Was ist aus? Was? Gut, viel Stroh können wir machen. Boah, da ist ich lad gerade Planet Side runter. Eine Holzbrücke, draußen. Genau vor dem Feuer, achso. Nee, ich seh da nix. Vor der Brücke da. Ja, ich seh nichts. Nicht am Bonfire, sondern draußen. Ja, ich weiß, ich seh nichts. Ich weiß, was du meinst. Nein. Was? Dann dauert das wohl ein bisschen. Naja. Oh, von dieser Internet-Connection, weißt du? Welche Connection? Ich wollte jetzt eigentlich gerade Planet Side. Ja, Planet Side hab ich ja nicht. Ja, dann spiel ich's alleine. Egoistisches Arschloch. Egoist, ne? Egoist. ich hab nichts gesagt, Jungs. Ach, Alter. Halt du dich da raus. Alle her, ey. Wo kommen die denn alle her? Oh Mann, Mann, Mann. Oh geil, es gibt neue Klassen. Es gibt Medic. Jetzt warten, bis ich gerufen werde. Medic gab's doch schon früher. Nicht von dir. Ja, oh, dann gibt es eine komische Schildklasse. Das ist so ein fettes Schild da. La. Ich mag Planet Side nicht so. Wow, es ist gerade angefangen, Prepare to Die. Also Dark Souls zu spielen, das ist toll. Ja. Buff. Oh, der hat was gedroppt, was hast du denn? Höllenkriegerrüstung, ja, brauche ich nicht. Ich habe jetzt schon eine Kettenrüstung, Digga, war ein bisschen spät. Oh, ein Wurfmesser. Ja, die wartest du immer noch vor dem Ding? Nö. Du bist toll. Ja, was soll ich denn da jetzt ewig warten, Digga? Ist doch so. Ja, okay, dann zock mal den Minotaurus alleine durch und dann treffen wir. Ja, ich meine halt, ich da jetzt ewig warte, ich weiß ja auch nicht, ob es kommt oder nicht. Ja, ich meine halt, ey, meine gute Hardy, ey. Was denn? Lass mich in Ruhe, Slushy. Ja, zickt nicht gegeneinander. Ja, halt tut dich da raus, ey. Kann man Wurfmesser wieder aufheben, geht das? So, ey. Lol, ich. Nick. Ich wollte Counter-Strike Global Office starten und starte einfach Counter-Strike Condition Zero. Ja. Und da hat irgendwann gerade eine Meldung bekommen, ich hab's genau gehört. Das war irgendeine Nachricht gerade bei WhatsApp. Oder so. Hab's gerade gehört bei irgendwem. Oder war es mein Handy? Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ein bisschen peinlich, wenn es mein Handy gewesen wäre. Nope. Ah, steht nicht, steht nicht. Achso, nee, das ist mein Handy. Ich bin hier gerade am Schreiben. Boah, ich werde sterben. Alter. Stirb nicht. So. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Immerhin, jetzt spiele ich. Jetzt bin ich genau das Gegenteil von Keyshaw und Co., die halt das Spiel können. Weil es gibt echt Leute, die sich darüber aufregen, wenn man zu gut in diesem Spiel ist, ne? Das finde ich ziemlich seltsam. Aber ich bin schlecht hier, kommt alle zu mir. Ist auch wirklich so schlimm, ey. Ja. Warte mal, bist du menschlich, Hadi? Ja. Nee, also nee, Quatsch, bin gestorben. Quatsch, nein, nicht mehr. Ja, dann mach dich erstmal menschlich. Bist du. Das hättest du echt früher sagen können, Digga. Ja, jetzt glaube ich wieder zurück, oder was? Oh. Digga, hör auf hier dein Estus zu trinken.